Herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Gunther Krüger. Das ist der Kanal Jivaka World. Und heute ist der 14. April 2020. Kennt ihr die drei Affen? Diese drei Affen? Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, diese Skulptur. Die symbolisieren die absolute Ignoranz. Die symbolisieren, die vertreten die Mehrheit der Bevölkerung. Und diese drei Affen zeigen den Zustand der meisten. Und in diesem Zustand, ja, da kann alles Mögliche gemacht werden, ohne jeden Widerspruch. So sieht's aus, oder? Ich bin in der letzten Zeit häufiger mal gefragt worden, du erzählst ja alle möglichen Dinge, aber mach doch was. Was soll man denn damit anfangen mit diesen ganzen Theorien? Was soll man denn damit anfangen mit diesen ganzen Informationen, die da hervorkommen über all das Übel, was läuft, gerade eben in der Welt und auch zuvor? Mach doch was und erzähl nicht nur. Hört mir doch einfach zu. Schaut euch doch einfach den Kanal an. Ich habe immer erzählt, es geht ums Machen. Ja, es geht ums Machen. Es geht ums Schöpfen. Es geht darum, bewusst zu sein über die eigene Schöpfungsmacht. Es geht darum, bewusst zu sein über das eigene Wesen. Und nicht nur bewusst darüber zu sein, was dir erzählt wurde, wer du bist, die ganze Unfähigkeit, die ganze Ohnmacht, die dir da aufgeladen wurde. Ich habe immer gesagt, befrei dich von dem ganzen Scheiß, denn er hat überhaupt nichts mit dir und deinem Wesen zu tun. Besinn dich auf dein Wesen und besinn dich darauf, was du in der Welt erleben willst, wie die Welt aussehen soll, und zwar in der Weise, dass sie möglichst viel Gutes beinhaltet. Wenn du irgendwas siehst in der Welt, was dich stört, ja, großartig. Erst wenn du siehst, was dich stört, dann kannst du eine Korrektur vornehmen. Wenn du die ganze Zeit weghörst, nichts sagst, dann bringst du dich um deine eigene Freiheit, bringst du dich um deine eigene Schöpfungskraft. Du musst sagen, was du willst. Du musst dir vorstellen, was du willst. Du musst benennen, was dir nicht gefällt, und musst es korrigieren in deinem Sinne. Alles erwächst aus diesem eigenen Bewusstsein. Der Zustand, der momentane Zustand der Welt ist ein Ergebnis der Unbewusstheit der Menschen. Ein Mensch, der sich unbewusst ist über sich selbst, dem kann man alles erzählen, den kann man vollkommen fremd bestimmen, den kann man total programmieren, den kann man zu Vieh degradieren, den kann man zu einer Blattlaus machen, die gemolken wird und geformt wird in jeder Weise. Das ist geschehen. Und deshalb sieht die Welt so aus, wie sie aussieht. Deswegen sitzen Millionen und Milliarden von Menschen zu Hause in ihrem Zwinger und warten auf die nächsten Anweisungen.
und folgen den Geboten, folgen den Gesetzen, folgen den Programmen, die aus dem Television kommen, Televisor, Television. Lassen sich programmieren und bringen zum Ausdruck, was ihnen vorher mitgeteilt wurde. Wie eine Maschine, ein Befehlsempfänger. Das ist doch scheiße. Und so wird es auch bleiben, solange die Menschen nicht aufwachen, solange sie nicht die Hände wegnehmen, hören, sehen, sagen, was sie wollen, zur Kenntnis nehmen, was läuft und im Falle, dass es nicht gut läuft, es korrigieren in ihrem Bewusstsein, selbst bestimmen, was sie wollen. Und damit wäre schon vieles, wenn nicht alles getan. Du musst nicht rausgehen mit einem Maschinengewehr und die Leute wegballern, die dich nerven. Behaupte ich, es genügt, wenn du in dir eine klare Vision entwickelst, wie du es haben willst. Denn im Außen kommen diejenigen Mächte ins eigene Leben, die zu der eigenen Bestimmung passen. Ein Opfer, jemand, der sich als Opfer sieht, der wird die Leute anziehen, die ihn als Opfer halten. Die Welt ist ein Spiegel. Sie zeigt uns im Augenblick, von welcher Geisteshaltung, von welchem Selbstbewusstsein die Menschen sind. Das muss sich ändern. Und da ist der erste Schritt: Aufwachen, hinschauen, hinhören, sagen, bestimmen. Durch das Wort, durch den Gedanken. Darum geht's. Darauf will ich hinweisen. Das ist alles. So schaut's aus. Nimm die Verantwortung an dich. Hör auf zu klagen, andere zu beschuldigen. Kannst du machen. Alles Bullshit. Das ist es, was ich an dieser Stelle sagen will. Keine Ahnung, ob es jemand verstanden hat, spielt auch keine Rolle. Denn das ist mein Schauspiel. Und du sitzt in deinem Schauspiel. Du bist der Regisseur. Du bist der Zuschauer oder Zuschauerin. Du bist der Finanzier von all dem. Der Kritiker. All das bist du selbst. Nimm die Macht in deine Hand und gib sie nicht länger anderen, der Frau Bundeskanzlerin, wem auch immer, Hitler in der Vergangenheit. Es ist alles das gleiche Prinzip. Fremdbestimmung, die Abgabe der eigenen Macht an andere. Nimm die Macht an dich. Ich bin die Macht. Ich bin die Macht in meinem Leben. Unter allen Umständen. Ich entscheide. Ganz egal, wie die Lebensbedingungen sind. Ich entscheide. That's it. Bis dahin, macht's gut. Ciao.